Ich weiß, wie es ist, ganz Mensch zu sein. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin wie du, aus Fleisch und Blut, und weiß, was Leben ist. Herzlich willkommen zu Weltweit am Leben dran, dem TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Sind Religionen schuld am Krieg? So lautet das Thema unserer heutigen Sendung. Spannende Frage, finde ich, auf die man sicher so leicht keine Antwort findet. Wir wollen es trotzdem heute versuchen und wir starten mit einer Bestandsaufnahme. Auf fast allen Kontinenten gibt es zurzeit Kriege. Die Folgen sind verheerend. Weit mehr als 100.000 Menschen sterben jährlich durch bewaffnete Konflikte. Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht. Wir hören Ländernamen wie Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia und sofort haben wir erschreckende Bilder vor Augen. Warum gibt es diese und weitere Kriege? Oft wird behauptet, dass Religion ein Hauptgrund für Gewalt und Krieg sei. Ist das so? Es geht doch auch oft um Macht und Geld, um Bodenschätze und Rohstoffe, um Staatsversagen oder Widerstand gegen eine Regierung. Und spielen die verschiedenen Religionen da nicht eher eine nachgeordnete Rolle? Wie kriegerisch oder wie friedlich ist Religion eigentlich? Zu diesen spannenden Fragen ist Yassir Erik unser heutiger Studiogast. Wir kennen uns schon, ich sage du zu dir. Herzlich willkommen, Yassir, hier bei uns. Danke. Yassir Erik ist Islamkenner. Er kennt den Islam von innen. Er wurde im Nordsudan geboren und studierte dort als Mitglied der muslimischen Bruderschaft islamisches Recht und Politikwissenschaft. Aber sein Leben hat dann eine dramatische Wende genommen. Bevor ich auf diese Sache eingehe und auch in sein persönliches Leben schaue, doch nochmal die Frage, die wir gerade aufgeworfen haben. Ist Religion friedlich oder kriegerisch? In deinem Fall ist Islam friedlich oder kriegerisch? Ja, diese Frage ist sehr, sehr interessante Frage und wir müssen einfach bei der Beantwortung auch differenzieren. Ich muss am Anfang sagen, es gibt friedliche Muslimen, tolerante Muslimen, aber der Islam in sich, wenn wir das einfach differenzieren und wenn wir den Islam einfach zurück zum Koran und das Leben Mohammed sozusagen reduzieren und wie ich das gelernt habe als Kind in der Koranschule, da finde ich keine friedlichen Ansätze. Ja, diese Gewalt, was auch ich in meinem Leben damals als Muslim praktiziert habe, war nicht, weil ich ein krimineller Mensch bin oder weil ich in den Dschihad gehen wollte oder weil ich Menschen gehasst habe, sondern ich habe eine Ideologie gehabt und das wird auch theologisch sozusagen verankert. Und von daher, diese ganze Gewalt im Islam hat nicht nur mit der IS zu tun oder mit Al-Qaida oder mit den Dschihadisten, die in unseren Städten zu tun, sondern diese Gewalt kann man einfach zurückbringen zum Thema Koran und das Leben Mohammed. Mohammed selber hat Kriege geführt. Im Koran kommt sehr oft, dass man gegen die Ungläubigen kämpft. Und übrigens nicht nur kämpfen, sondern tötet die Ungläubigen, die nicht an Allah glauben, die nicht an Mohammed glauben, die nicht in der Religion der Wahrheit sozusagen gehören. Und von daher, ich finde keine friedlichen Ansätze im Koran generell. Ja. Die Anfänge von Mohammeds Zeit, die sind völlig anders als sein Ende, als er in Mekka war. Er war friedlich, weil er in der Minderheit war. Und dann später kam er in Medina, nach Medina im Jahr 622. Dort hat er den Islamischen Staat gegründet. Und dieser Islamische Staat-Begriff kam nicht nur von der IS in Syrien, sondern einfach, das führt sich zurück zum Leben Mohammed. Und nach dem Tod Mohammed kamen die Muslimen selber in eine Spannung. So diese Gewalt im Islam ist nicht nur gegen die Ungläubigen, nämlich Juden und Christen, sondern es ist auch ein innerislamischer Konflikt, den wir seit 1400 Jahren. So, die Menschen, die sagen, dass der Islam friedlich ist, ich wünsche mir, dass der Islam friedlich wäre, dann wäre ich im Sudan geblieben bei meinen Eltern. Aber diese Gewalt habe ich in meinem Leben erfahren, in der Geschichte und in Person Mohammed und im Koran.
Du sagst es selbst, du hast es selbst erfahren. Du hast es in deiner Schulzeit erfahren, dieses Aggressionspotenzial. Kannst du das kurz beschreiben? Ja, als ich Kind war, mein Vater hat mich in eine Koranschule gebracht. In dieser Koranschule habe ich den Koran auswendig gelernt. Ich habe viel vom Leben vom Propheten Muhammad auch gelernt. Dann kam ich nach Hause und ich war ein fanatischer Mensch. Und dann eines Tages habe ich jemanden attackiert bei uns in der Schule. Er hieß Zakaria, er war der einzige Christ bei uns. Und dann habe ich gedacht, ich bringe ihn um, damit ich einfach Allah verherrliche. Und tatsächlich in einem Abend habe ich ihn mit Freunden attackiert in einem Wald und wir haben ihn zwischen Leben und Tod gelassen. Und damals kam ich zurück in die Schule, nach Hause, und ich war sehr, sehr stolz auf mich, dass ich auf die Wege Allah war in dieser Hinsicht. Wenn wir jetzt einen Sprung machen, du wurdest dann Christ. Wie hast du das dann alles gesehen, alles, was deine Vergangenheit war? Du hast deine Familie auch zurückgelassen. Was war das für ein Bild für dich von deinem Leben? Ja, wenn als ich zum Glauben gekommen bin, oder besser gesagt, als Jesus Christus mich gefunden hat oder begegnet ist, das hat mein Leben völlig verändert, geistlich, aber auch äußerlich. Mein Vater sagte zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn, ich musste mein Zuhause verlassen, meine Familie, sie haben mich für tot deklariert. Sie haben einen Sarg zum Friedhof gebracht und sie haben mich dort sozusagen symbolisch begraben. Und jetzt hast du deine Familie, die dann noch Moslem sind, und auch Freunde, Bekannte von früher, Moslems insgesamt. Fühlst du dann auch wieder einen Hass gegenüber diese jetzt anderen religiös Denkenden? Eigentlich nicht, weil als ich Christ geworden bin, Jesus Christus hat mein Leben verändert. Er hat mich mit Gott versöhnt und mit mir selber und mit den anderen Menschen. So, ich toleriere die Menschen und ich kann keine Gewalt gegen die Menschen sozusagen antun, weil mein Vorbild ist Jesus Christus. Und das Leben Jesus Christus und seine Worte, der sagte, liebe eure Feinde. Niemand kann dieses Wort Christ in den Mund nehmen und Menschen hassen. So, Christ zu sein bedeutet die Nächstenliebe und ja auch die Feindesliebe. So, obwohl ich viele Ablehnung von meiner Familie bekommen habe. Ich habe keinen Hass gegenüber meiner Familie, weil Jesus mein Leben verändert hat und ich verstehe sie. Als ich Muslim, ich habe genauso reagiert wie mein Vater. Und dieses Verständnis, das ist keine Rechtfertigung für ihre Tat gegenüber mir, sondern die erste Lösung für ein Problem fängt, wenn ich mein Gegenüber verstehe, warum er so sozusagen reagiert. Und wenn ich an meinen Vater denke, dass er mich abgelehnt hat, dass er ein extremistischer Muslim ist, weil er auch auf der Suche nach Gott. Und hier kommt Religion. So, Religion, wenn ich im Sinne, die Menschen Gott suchen, die Menschen tun etwas für Gott und so weiter und so fort, da wird Religion sozusagen gefährlich. Und das ist typisch, was im Islam ist. Als Christ, ich begegnete einem Gott, der zu mir gekommen ist, der ein Mensch gekommen ist, und hat mich auf Augenhöhe in meinem Dreck und in meiner Situation begegnet. Und das hilft mir, Menschen zu begegnen. Yasir, was hat zu dieser Wende geführt? Wie wurdest du Christ? Durch eine Ereignisse meines Onkels, der auch ein sehr fanatischer Muslim war. Er war unterwegs, er hat viele Menschen verfolgt, er hat viele Menschen umgebracht, viele Menschen ins Gefängnis gebracht, weil er ein gläubiger Muslim war und ist ja Christ geworden. Dann wurde er zu Tode verurteilt, er war im Gefängnis. Sein Sohn war todkrank und ich begleitete ihn ins Krankenhaus und er war 4 Wochen lang im Koma. Und eines Tages, während ich neben ihm saß, kamen 2 Christen, die ich gehasst habe. Ich habe sie von weit weg gesehen, ich wollte sie nicht reinlassen, weil sie von Ägypten waren, waren koptische Christen. Aber trotzdem kamen sie rein und einer sagte zu mir, wir sind hier gekommen, weil wir für dieses Kind beten wollen. Ich habe zu ihm gesagt, dieses Kind liegt im Koma seit 4 Wochen und sicherlich braucht er keine ungläubigen Christen, die für ihn beten. Ich wusste nicht, dass Christen beten und ich wusste auch nicht, dass Christen an Gott glauben. Und nur aus Höflichkeit, ich habe zu ihm gesagt, ja, sie können beten und dann, ich will sie nicht mehr sehen. Und sie haben im Namen Jesu Christi gebetet. Dieses Gebet hat mich innerlich berührt, dieses Gebet hat mich bewegt, weil sie so entschlossen waren und ihre Worte waren voller Liebe. Ja. Ich habe sie gehasst und sie kommen und beten mit voller Liebe. Und als sie Amen gesagt haben, öffnete dieses Kind zum ersten Mal seine Augen in 4 Wochen.
Und als er seine Augen geöffnet hat, hat Gott auch mein Herz und meine Augen geöffnet. Diese zwei Christen saßen mit mir und sie haben zu mir gesagt, Gott liebt dich. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich diese zwei Worte in einem Satz höre. Gott und Liebe. Jesus begegnete mich durch diese Menschen und hat mein Leben verändert. Du hast ja am Anfang unseres Gesprächs nochmal einen Christen erwähnt, den du damals gehasst hast. Ist diese Geschichte irgendwie auch noch weitergegangen? Ja, dieser Zacharia damals, ich habe ihn gehasst, weil er Christ war, verfolgt. Und nachdem ich Christ geworden bin, und genau gesagt im Jahr 2007, war ich in Ägypten unterwegs in einer Pastorenkonferenz und begegnete ich ihm wieder dort, nach vielen Jahren. Und als, ich habe ihn nicht erkannt. Er kam zu mir, hat seinen Namen erwähnt und wo er kommt und so. Und dann später habe ich erkannt, dass es Zacharia, der bei mir in der Klasse war. Und in diesem Moment, als er seinen Namen gesagt hat, ich konnte plötzlich seinen gebrochenen Arm sehen, seine gebrochenen Beine sehen, die Verletzungen, die ich ihm sozusagen hingefügt habe, habe ich sie gesehen und ich war tief beschämt. Und ich habe alles von ihm erwartet, dass er mir zur Rechenschaft zieht, sagt er, und dass er einfach mich erinnert, wie ich war. Aber eine Sache habe ich von ihm nicht erwartet. Er guckt mich an und sagt zu mir, Yasser, weil du mich so, so gehasst hast, ich habe immer für dich gebetet. Und dort habe ich entdeckt, warum begegnet Gott jemand wie ich. Deswegen sage ich, Religion ist Hass mit Hass zu begegnen. Das ist menschlich. Und es gehört zur Religion, weil die Menschen Gott Gefallen tun wollen. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, da brauchen wir Jesus Christus, der das selber gelebt hat und getan hat und gelehrt hat. Vielen Dank, Yasser, für deine klaren und ermutigenden Worte. Ich wünsche dir für dein Leben, für deine Familie, für deine Arbeit Gottes Segen und dass du weiterhin so ein Träger des Evangeliums, der guten Botschaft bleiben kannst. Vielen Dank nochmal. Wer sich noch genauer dafür interessiert, was Yasser Erik erlebt hat, kann jetzt sein Buch Hass gelernt, Liebe erfahren für 18 Euro bestellen. Rufen Sie einfach an unter der Nummer 0185 33 50 15. Nicht nur der Islam als Religion kann zu solchen Schwierigkeiten führen. Die ältere Vergangenheit zeigt zum Beispiel an den Kreuzzügen, dass eine falsch ausgelegte Religion auch im Christentum zerstörerische Folgen nach sich ziehen kann. Doch das muss nicht so sein. Menschen können auch trotz aller Unterschiedlichkeit in ihrer Religion respektvoll miteinander umgehen, wie in unserem nächsten Beispiel aus Malawi in Afrika. Malawi ist überwiegend christlich geprägt. Doch mit annähernd 20% hat der Staat einen höheren Anteil an Muslimen als die anderen Länder im südlichen Afrika. Im Dorfentwicklungsprojekt Ubwensi der Liebenzeller Mission arbeiten beide Religionen Hand in Hand. Ich glaube, dass wir uns hier nicht bekriegen, liegt daran, dass wir aufgehört haben zu unterscheiden. Das ist ein Moslem, das ist ein Christ. Wir haben erkannt, dass wir ein Volk sind. Wir sind alle Malawier, auch wenn wir unterschiedliche Religionen haben, aus unterschiedlichen Stämmen kommen, sind wir alle Malawier und sehen uns als solche. Dass wir uns auf eine gemeinsame Sprache, Chichewa, geeinigt haben, hat bestimmt auch dazu beigetragen, die Unterschiede zu überwinden. Eine Sprache, ein Volk, keine Unterschiede zwischen Stammesgruppen und Religionen. Gerade hier bei uns hat auch das Ubwensi-Projekt stark dazu beigetragen, dass wir uns einander annähern und nicht mehr bekriegen, sondern uns gegenseitig respektieren. Mehr noch, dass wir zusammenarbeiten und leben. Wenn Veranstaltungen stattfinden in den Dörfern, nehmen alle daran teil. Auch wenn es eine muslimische Veranstaltung ist, weil wir ein überwiegend muslimisches Gebiet sind, darf ein Pastor am Anfang aufstehen und für die Veranstaltung beten. Mit dem Projekt Ubwensi, zu Deutsch Freundschaft, möchten die Missionare den Menschen ganz praktisch helfen. Durch Ernährungsprogramme, einen Kindergarten und eine Schule.
Denn gerade in den ländlichen Gebieten, wie hier in der Chilonga-Region, fehlt es oft an ganz grundlegenden Dingen, wie Nahrung, Wasser, einer ausreichenden Gesundheitsversorgung oder eben Bildung. In ihrer Not haben sich die Menschen selbst vor einigen Jahren an die Liebenzeller Mission gewandt. Am Anfang waren viele dem Projekt gegenüber sehr skeptisch. Sie dachten, die Missionare kommen, um sie auszunutzen oder sie werden sie anders behandeln. Und dann haben wir aber erkannt, dass sie uns unterstützen wollen und allen die gleichen Chancen und Hilfen geben. Schulen bauen, in denen wir lesen und schreiben lernen können und damit eine neue tolerante Generation gebildet wird. Wir haben erkannt, es geht nicht um Geschäfte, es geht um Unterstützung, um Hilfe und Herausforderung, etwas zu ändern, weiterzukommen und etwas aufzubauen. Vor einem Jahr kamen tatsächlich die Häuptlinge zu uns und haben das positiv erwähnt, dass sie sich damals, als wir hier angefangen haben mit der UNC-Arbeit, sich Gedanken gemacht haben, ja, wie wird es, wenn die als Missionare, als Christen bei uns so unter den Moslems leben. Wir haben immer gedacht, irgendwann werdet ihr anfangen, nur den Christen zu helfen, wie das üblich ist bei anderen Organisationen, dass sie eben nur eine spezielle Gruppe im Auge haben. Aber ihr habt Wort gehalten, ihr habt diese ganzen Jahre tatsächlich, wenn es um Hilfe ging, die jeden betrifft oder Nöte, die jeden betreffen, dann habt ihr uns tatsächlich auch geholfen und da niemanden ausgeschlossen. Also das waren Dinge, die für sie als Herausforderung da waren, aber für uns ganz klar waren, dass wir als Christen wirklich allen, die in Not sind, Hilfe anbieten wollen und auch Hoffnung bieten wollen durch das UBNC-Projekt. Chief Chilonga ist der Meinung, dass die großen Konflikte der heutigen Zeit nicht unbedingt durch die einzelnen Religionen und ihre Unterschiede ausgelöst werden. Ich glaube, an den Kriegen in dieser Welt tragen vor allem die Regierungen, die Machthabenden, die Autoritäten in vielen Ländern die Schuld. Weil sie nicht demütig genug sind, weil sie stark sind und deshalb nicht dazu bereit sind, sich hinzusetzen und in einer guten und respektvollen Art und Weise mit der anderen Seite zu diskutieren und zu reden. Natürlich haben auch manchmal die Religionen ihren Anteil und können auch schuldig werden und zu Kriegen beitragen, wenn sie sagen, wir sind die Richtigen, die einzig Wahren und alle anderen sind auf dem falschen Weg. Wir müssen das mit Gewalt ändern. Das trägt natürlich dazu bei, Kriege anzutreiben. Wie erfreulich, wenn bei aller Unterschiedlichkeit Respekt und Achtung möglich sind. Im nächsten Beitrag kommen wir nach Israel, einem Land, das als Schmelztiegel der Kulturen und Religionen gilt. Meistens hört man von Problemen, aber es gibt auch positive Nachrichten. Das Team von Focus Jerusalem war für uns unterwegs. Lassen Sie sich überraschen. Eyal und Salman haben eine große gemeinsame Leidenschaft, das Backgammon-Spiel. Oder Shesh-Besh, wie es im Nahen Osten genannt wird. Das Besondere, Eyal ist Jude und Salman ist Araber. Das Spiel hat aus ihnen enge Freunde gemacht. Sie treffen regelmäßig hier in der Jerusalemer Altstadt oder bei den verschiedenen Stadtteilmeisterschaften in Ost- oder West-Jerusalem aufeinander. Der frühere Lkw-Fahrer Salman ist der amtierende Champion. Er hat den Titel seinem Freund Eyal, dem Inhaber einer Autowerkstatt, beim letzten Endspiel abgenommen. Salman weiß genau, warum ihn das Spiel so begeistert. Ich liebe Backgammon, weil ich die Menschen hier liebe, Menschen wie Eyal. Alle hier haben ganz unterschiedliche religiöse und kulturelle Hintergründe. Es sind Juden, Muslime und Christen. Und am Ende des Tages erkennen wir, dass wir gar keine andere Wahl haben, als in Frieden zusammenzuleben. Auch Eyal erklärt seine Leidenschaft für das Projekt. Es fühlt sich an, als ob man seine Familie getroffen hätte. Und es macht sehr viel Spaß. Außerdem ist es spannend, neue Orte zu erkunden. Ich selbst komme von außerhalb der Stadt und habe durch die Spiele schon Teile von Jerusalem kennengelernt, wo ich zuvor noch nie war.
Für das Spiel Backgammon haben sich die Initiatoren nicht ohne Grund entschieden, so Projektleiter Zahi Jemal. Das Schöne am Backgammon ist, dass es einfach ist. Jeder kann es spielen, jeder kann gewinnen. Juden und Araber kennen die Regeln des Spiels. Backgammon gibt es schon seit 6000 Jahren hier im Nahen Osten. Und damit bringen wir Menschen in Kontakt, die sonst nie etwas miteinander zu tun hätten. So einfach wie das Spiel ist, so effektiv und machtvoll ist es. Wir haben vor einem Jahr klein angefangen mit einer ersten Ausscheidung in Ost-Jerusalem. Wir hatten ungefähr 150 Teilnehmer. Es waren jüdische Mitspieler dabei, die noch nie den arabischen Teil von Jerusalem betreten hatten. Leider gibt es eine strenge Teilung zwischen dem jüdischen und dem palästinensischen Jerusalem. Und so hatten wir bei unserer ersten Veranstaltung an die 50 jüdischen Mitbürger, die noch nie in Ost-Jerusalem waren. Das war vor einem Jahr und heute haben wir Tausende, die an unserem Wettkampf teilnehmen. Es ist eine richtige Bewegung daraus geworden und wir werden das Gesicht von Jerusalem verändern. Sozialarbeiterin Nora Talel weiß, warum der Weg dahin nicht einfach ist. Es ist schon eine Überwindung für unsere Freunde aus Ost-Jerusalem, hierher zu kommen. Aber ich denke, es ist ein Prozess. Und dadurch entstehen enge Verbindungen zwischen Juden und Arabern. Und es kommen mit der Zeit immer mehr Menschen dazu. Unser Projekt wird immer bekannter. Die Leute fühlen sich sicher, wie in einer großen Familie. Mamel Jaba, der Organisator der arabischen Seite, kennt ebenfalls die Hürden, die es zu überwinden gilt. Es gibt schon Berührungspunkte zwischen Juden und Arabern im Alltag. Allerdings meist nur auf sehr unpersönlicher Ebene. Sie treffen am Arbeitsplatz oder vielleicht im Bus aufeinander. Aber sie teilen nicht wirklich soziale oder kulturelle Aktivitäten miteinander. Das Projekt polarisiert. Die einen sind sehr begeistert darüber, was es bewirken kann. Und die anderen mögen es nicht. Sie wollen lieber alles beim Alten belassen. Sie wollen die Beziehungen zur anderen Seite unpersönlich halten und nichts gemeinsam teilen. Das kommt ganz auf den Menschen an. Bislang gibt es 8 Ausscheidungen pro Jahr. Die Austragungsorte sind gleichmäßig auf Stadtviertel in Ost- und West-Jerusalem verteilt. Die jeweiligen Stadtteil-Champions treten dann beim großen Endspiel gegeneinander an. Darauf fiebern alle, auch Projektleiter Zahi Jemal, mit großer Spannung hin. Das große Finale ist immer eine sehr aufregende Sache. Die Zuschauer stehen um die Finalisten herum. Es gibt Musik und wir haben einen Sprecher, der das Spiel kommentiert. Es ist sehr spannend. Und am Ende, wenn es dann einen Gewinner gibt, starten wir ein Feuerwerk und eine große Party. Und wir feiern. Wir feiern den Sieger, aber auch die Tatsache, dass der wirkliche Gewinn darin besteht, dass Menschen verschiedener Herkunft zusammenkommen. Und das ist das, worum es geht. Das ist der eigentliche Sieg. Auch in Israel haben wir gesehen, wie wichtig es ist, den anderen zu respektieren. Egal, ob er der eigenen Religion angehört oder einer anderen. Nur so kann gemeinsames Leben auf so engem Raum gelingen. In Kriegen spielt die Gruppenzugehörigkeit fast immer eine große Rolle. Häufig zählt nur eine Botschaft. Wir sind anders als die und die anderen sind böse. Identitäten werden oft religiös definiert. Religion wird instrumentalisiert. Religion ist in den seltensten Fällen die Ursache von Kriegen. Viel öfter löst das Streben nach Macht, Geld und Rohstoffen Kriege aus. Und doch wird die Religion öfter zu einem Faktor von Eskalation. Persönlich darf und soll man natürlich von seiner Religion überzeugt sein und dazu gerne auch einladen. Aber jeder sollte sein Gegenüber und seine Entscheidungen respektieren, im Großen wie im Kleinen. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? Dann unterstützen Sie uns. Weltweit am Leben dran finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Wir freuen uns, wenn Sie die Produktion der Sendung auch finanziell unterstützen. Wenn Sie spenden wollen, dann nutzen Sie bitte folgendes Spendenkonto. Liebenzeller Mission, Sparkasse Pforzheim-Calw, IBAN DE 27 66 65 00
85 00 03 30 02 34. Verwendungszweck TV weltweit. Und wenn Sie noch die Postleitzahl und Straße im Verwendungszweck angeben, senden wir Ihnen im Januar nächstes Jahr eine Zuwendungsbestätigung zu, die Sie bei Ihrer Steuererklärung angeben können. Sie können auch online spenden unter www.liebenzell.org/spenden. Wenn Sie noch Fragen zum Spenden oder Anregungen zur Sendung haben, dann rufen Sie uns doch einfach an. Unter der Nummer 0185 33 50 15 sind wir gerne für Sie da. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen Gottes Segen. Weltweit am Leben dran, das TV-Magazin der Liebenzeller Mission. Diese Sendung ist auch auf www.liebenzell.tv zu sehen, sowie auf DVD erhältlich.